Cops. Schießt auf den mit den roten Klamotten. Auf den mit den roten Klamotten. Ey, bleib stehen, Digga. Du auch stehen bleiben. Hände hoch. Ihr alle drei stehen bleiben. Hände hoch. Oh Gott. Wieso sind wir nicht einfach Fallschirmspringen? Kann er ja wohl. Direkt aus dem Flieger aussteigen, sobald wir gelandet sind, ja? Ja. Nicht ziehen, nicht funken, kein gar nichts. Nee, okay, ich steig einfach aus. Welcher? Der vor mir steht hier mit dem Hemd. Ich. Ponte. Ponte. Gott, wie siehst du Ponte, denn? Ponte, ja, okay, erzähl weiter. Jungs, die Italiener wurden gestern hops genommen und haben die haben ihre Bücher mit jeglichen Infos über alle Gangs verloren. Seid darauf gefasst, dass die was gefunden haben, das uns belasten könnte. Ja. Das heißt also, die könnten jederzeit wieder Razzien machen, haben Gründe dafür. Das oder heißt, lasst alles verschwinden, was ihr in eurem Boden Illegales habt. Yes. Uff, Digga. Okay. So, jetzt zum Dings. Kurz Frank einweihen, wir haben uns ja vor ein paar Tagen unterhalten darüber, dass Sky sich beweisen soll. Ja, ist Sky hier? Steht er hier in der Runde? Ja, der steht hier. Ich habe der Vorschlag wurde eingebracht, dass wir die Wrestling Liga hochnehmen, weil die uns ja eh noch Geld schulden eigentlich. Und wer? Wrestling Liga. Ich habe Wrestling verstanden, ja. Da die uns eh Geld schulden und damals einfach uns disqualifiziert haben. Ja. Egon ist da gerade am Arbeiten, das heißt, wir haben einen perfekten Einblick. Es gibt einen Eingang, wir könnten alle dort als Geisel nehmen und die ganzen Leute vor das Gitter stellen. Ja. Als unser Schutzschild. Ja. Die würden nur über Helis reinkommen. Was wir halt verlangen und so weiter, müssten wir uns noch irgendwie dann dementsprechend. Wisst ihr, dass die Leute da drinnen nicht bewaffnet sind? Ja, ja. Es stehen 4 Marshals draußen. Das heißt, die 4 Marshals müssten wir hops nehmen. Genau. Ja, die sind auch safe bewaffnet. Wie viele sind wir? Alle, die hier stehen eigentlich. Eben das. Okay, wichtig kurz. Was ist daran für Sky? Weiß ich nicht. Das müssen wir halt dann gucken. Also das, was jetzt so spontan. Ich will keine Standardgeiselnahme so mit. Nicht auch wir haben jetzt 2 Leute, wir nehmen ein bisschen so, da fehlt Ende. Nein. Eigentlich wollte ich sowas wie den Juwelier machen, nur nicht als Juwelier, sondern irgendwas anderes Geiles. Okay, warte mal ganz kurzes Problem. Jetzt haben wir die Leute da auf dem Gelände und dann? Ja, dann, das da waren wir noch und da sind wir stehen geblieben, dann bist du gekommen. Dann machen wir die erstmal was nackt. Was ist, wenn wir mit Langstau dann zusammen die Bankhops nehmen? Weil der kommt wenn da ja der überall Langstau ran. Wenn der Langstau da drin ist. Mach mal Licht aus. Ja, ne. Ne. Ja. 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 Ne. Alle Reden über. Großer, was also, wir sind nebendran, wir sind nicht da direkt. Jetzt seid ihr schon da? Maskiert euch mal. Ja. Bin ich im Häuschen oder am Häuschen? Ja, dann go. Wo seid ihr denn? Ja, natürlich. So. Go. Hände hoch. Hände hoch. So, ich leg die Kabelbinder an, beim Kollegen. Ich nehme dir dein Funkgerät, deine Waffen ab. So. Dem Rothaarigen auch. Komm mal mit, Rothaariger, mit mir. Die Bullen verpissen sich. Da drin sind Geiseln. Und hier vorne auch. Die Leute im 6x6 genauso Aussteigen. Einmal wegfahren. Selbstverständlich. Aber ruft nicht die Cops. Schießt auf den mit den roten Klamotten. Auf den mit den roten Klamotten. Ey, bleib stehen, Digga. Nimm die Hände hoch und hör auf zu rennen, Digga. Dann hören sie auf. Bleib einfach stehen, ey. Hab's dir angeboten, Digga. Und das nicht nur einmal, Alter. Stabil, stabil, stabil. Alles cool, alles cool, alles cool. Ich hab ihn 3-mal angeschrien, er soll einfach stehen bleiben. Das ist ja, keine das Ordnung. Keine Ahnung. Irgendein Rennfahrer. Scheiß drauf, lass den liegen. Scheiß drauf, yalla. Alles zurück. Nehmt den alles ab. Hab ich. So ein Opfer, Digga. So ein Opfer. Ich sag's dir. Warum rennen die Leute immer?
Sag ihm 10-mal, bleib stehen, nein. Selber schuld, ich hab kein Mitleid mehr hier. Der ist die ganze Zeit noch da hinten. Der ist da hinten um die Ecke. Wer ist das da, Digga? Einmal stehen bleiben. Stehen bleiben. Hallo. Der will ins Auto steigen, ja? Hey! Leg die Waffe weg, Digga, bist du die Waffe? Auf den Boden. Aber zack, zack. So, du gibst mir jetzt einmal deine Waffen. Lebensmüde bist du auch noch, oder was, hä? Messer aus der Hand, yalla. Ich geb dir 2 Sekunden, das Messer ist aus deiner Hand raus, hä? So, ich hab kein Messer in der Hand, achso, warte, Entschuldigung. Arbeitest du bei der Racing Liga? Bin. Wo sind die Waffen? Arbeitest du bei der Racing Liga? Ja. Dann schließ die Tür vorne ab. Du die Waffen, Bruder? Auf geht's. Wieso nicht? Ne. Weil ich keine Rechte dafür habe. Wer ist drin und kann das? Das können nur die Chefs. Und wer ist der Chef da drin, der gerade auch hier anwesend ist? Ja, die sind nicht hier. Die sind alle in den Boxen. So, jetzt nimmst du doch einmal deine Hände nach oben. Ich nehme dir jetzt letztendlich auch deine Magazine ab. Wer ist das, der da rennt? Wer ist das, der da rennt? Nehmt die Hops. Alle drei die Hände hoch. Hände hoch und nicht mehr rennen, sonst fliegen Kugeln. Seid ihr lebensmüde? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Kopfschmerz. Du bleibst jetzt sofort stehen, ja? Digga. Du auch, stehen bleiben. Hände hoch. Ihr alle drei, stehen bleiben. Hände hoch. Dann glaube ich, Faxen Decke. Mach die Hände hoch. Jetzt. Wow. Jo, komm mal hier rüber. Einmal rüber und auf die andere genau. Seite. Genau. Nein. Ihr bleibt alle hier. Bleibt mal hier, Digga. Pass mal auf die auf. Egal, wer da hinten ist. Mach sofort die Hände hoch. Ist mir egal. Oh shit. Okay, Warum bist du eben weggelaufen, wo ich meinte, stehen bleiben? Ich hab dich nicht gehört. Du bist die Einzige gewesen, die lebensmüde war. Ich hab dich wirklich nicht gehört. Ja, dann bleib doch mal stehen. Okay. Hast du irgendwas dabei an Waffen? Ein Messer, ja. Ja, das gibst du mir bitte. Geht es euch gut? Muss irgendwer essen oder trinken oder auf Toilette oder sonstiges? Musst du was essen? Wer? Und hier die Werten nach. Ich setze mich mal hier links an die Wand. Ja gut, dann komm mit. Ich wollte was trinken. Habt ihr Hunger? Ja, ich musste was essen. Wer? Ja. Die habe ich mir auch gerade gedacht. Wo kommen die alle perfekt nochmal her? Da hinten in die Ecke. Ja, kann ich dir gerne. Die. Ja, ich fütter dich mal eben, ne? Warte mal, wo ist das denn stecken? Von mir, komm. Wer? Dann musst du da eine Weste noch und was zu holen. Ja, das stimmt. Was brauchst du? Ich halte dir das mal vor den Mund und dann. Bitteschön. Jetzt verpiss dich. Geht's dann wieder mit dem Hunger, oder? Stopp. Wer schickt euch? Von wo kommt ihr? Von vorne würden gerne mit euch reden, ne? Aha, okay. Das halt ist, wenn man 40 Leute Knarren an den Kopf hält und so ein Zeug. Aha. Wie kommt denn hier rein? Ja? Wie ihr hier reinkommt? Ja, durch die Tür, verdammte Scheiße. Okay. Wie soll ich sonst hier reinkommen? Seid ihr bewaffnet? Nein. Bleib mal hier stehen. Ja, natürlich bleib hier stehen. Ich bin einfach reingekommen, Bruder. Frag mich nicht. Ich glaube, die brauchen mal ein Statement. Digga, wir haben hier einen Cop drin, ne?
ein Kopf und ein. Ihr seid einfach durch das Tor reingekommen. Hey, nicht durch das Bund? Tor, durch die Tür. Hä? Die Herren, hey. Ich rede mit ihnen. Ja, was denn? Seid ihr gerade durch die Tür hierher gekommen? Ja, klar. Alles klar. So wie das, so wie das Unterhändler machen halt, ne? Alles klar, dann würde ich cool, dann beide mal die Hände sagen, genau, ich würde sie beide mal bitten, die Hände hochzunehmen. Ja. Ich wollte nur anmerken, ne, dass wenn ich keine Rückmeldung gebe, ja, dann kommen die Bullen. Problematisch. Dann ja, und du ja. Bist ja. Jetzt auch gerade in der problematischen Zone hier. Oh, ein Ehering. Wie heißt denn deine Frau? Gib ihm den zurück, Digga. Nö, wie heißt denn deine Frau? Hast du Geld dabei? Also. Mitkommen. Was tust du dabei? Geh mal weg von ihm. Dein Taser nehme ich dir einmal ab. Das liegt hier, Digga. Rechnen, ansonsten kriegt ihr was auf den Tisch, komm. Wir haben einen Diabetiker, der Insulin braucht. Das ist, ich möchte bitte, dass du Diabetiker, der Insulin anrufst, braucht, ernsthaft? Dass die ja. Best, warte mal, den lassen wir einen Artikel darüber. Wir sind. Ja, werde ich mich drum kümmern. Das ist doch cool, danke schön, das ist nett. Verstehe ich keinen Spaß. Ich möchte, dass Weasel News sieht, was ja, gerade okay. Passiert. Verstanden, alles klar. Dankeschön. Der Insulin braucht, soll jetzt gehen, mitgehen. Warte mal, eine Sekunde. Der Diabetes braucht und einer kommt noch mit. Als Absicherung. Die Medic braucht, komm mal mit, die Tasche um hat. Ich gebe mal kurz durch, dass es mir gut geht, ja? Ja. Du gehst nicht raus. Ich gebe nur mal kurz durch, dass es mir gut geht. Also, dann komm mal mit, ihr beiden. Komm mal mit. Sollte gleich wieder rauskommen. So, wir lassen einen Diabetiker gehen, weil er Diabetes hat. Also, was das ist doch ein gutes Zeichen. Ja. Ja, du musst nicht laufen. Okay, Jungs, was wollt ihr essen? Ach so, sollen wir den Wagen? Ist egal, Essen und Trinken, keiner hat Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstiges. Okay. Alles klar, ja? Gut. Alles klar, ja. Wer bist du? 2 Minuten. Wie schade wäre das, wenn die Tanke hier in die Luft geht und alle sterben würden, ne? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, wir hängen uns gleich draußen dran, damit die Ärzte und Dings drin sitzen können. Kriegen Sie das selbst, Wort, Officer Nummer Puschel. Gut, ich kümmere mich schon mal darum, dass sie Essen kriegen, ja? Und das mit Weasel News. Ich möchte, dass Weasel News hier... Ja, Weasel News wird sofort vor Ort sein, jawohl. Okay, geil. Ihr bringt mich wieder zurück? Ja, wir bringen dich mit den beiden, mit der Ärztin. Alles klar. Dem... Okay. Morgen, dann Röschen. Ja, ab. Die Ärztin geht nicht raus, ne? Nur so. Vorne sind übrigens. Ja, die Ärztin kommt noch wegen dem Arzt. Okay, super viele. Hier wieder zurück, das sind zu. Ein bisschen Hüfte. Ey. Das geht auch schöner. Was lernt ihr denn in der Akademie? Was? Auf geht's. Mehr Hüfte. Die wollen alle Hüfte sehen, komm. Hüfte. Ja. Ja. Das war doch schon mal was. Und sonst so? Klo ja. Trinken, hast du essen? Noch Geld dabei? Rollt noch was vor? Ja. Euch, ja, gib ihn dem Safe direkt. Nö, ich glaub nicht. Welcher Arsch hat mich hier gerade ausgeraubt? Ah ne, das war der, Entschuldigung. Ich hab die nicht gesehen. Alles gut. Ey, du! Oh. Ja. Du ja. Kriegst auch noch mich mit, ne? Mhm. Sehr gut. Ich werde mit in der Luft sein, genau. Sehr, sehr gut. Mhm. So. Dürfte ich ganz schnell aufs Klo gehen? Ja, das. Vorne befindet sich ein Dixie-Klo da hinten. Oder ein Achter. Ja. Und sonst? Bist du öfters hier, Soak? Nee, ich war gestern hier. Und war eine Menge los? Ja, war eigentlich ganz cool. Ich hab eben schon zu deinen Kumpanen gesagt. War ganz interessant zu sehen, dass dieser Formula-Wagen Neon rückwärts abzieht. Oha. In der Viertelmeile. Ja. Geil. Zu trinken könnte ich nochmal gebrauchen, ne? Ja. Ja. Da habe ich aber en masse. Was habt. Stimmt. Aber kein früchtes Smoothie bitte, ne? Sweeney. Immer die Waffe weg, wenn du mit ihm redest. Sweeney. Ja. Wir haben ein kleines, aber feines Problem. Was dazu. Ist denn? Die Mulen, die ihr dort aufgestellt habt, die Straßen absperren, die fahrt ihr bitte weg.
Bitte einmal die Mulen, die die Straße absperren, bitte wegfahren. Allgemein die Straßen freilassen, damit wir ganz gechillt rauskommen. Weiter kannst du weiter sagen. Es geht noch weiter, pass auf. Die Fahrzeuge, die gleich rausfahren, beinhalten Geiseln. Die sollen die Fahrzeuge in Ruhe lassen, nicht verfolgen, nicht nerven, weil die da drinnen sitzen von uns, die sind sehr nervös. Ja, weil die mit den Autos weg müssen. Ja. Danach geht's weiter. Dann haben wir schon mal wieder den größten Teil der Geiseln raus. Also, dann gebe ich das jetzt mal durch. Ja, bitte. Also, folgendes. Ich wiederhole es nochmal für langsam. Bitte hebt die Straßensperren auf. Ich denke, es geht um die Riots, ne? Ja, die Riots fahren jetzt raus. Ja, das wollte ich wissen. Die Riots werden jetzt gleich rausfahren. Dort befinden sich Geiseln an Bord. Die Leute, die die Riots steuern, sind anscheinend sehr nervös. Und wir wollen nicht, dass da irgendwas passiert. God damn! Hab ich durchgegeben? Was, das hab ich gehört, das ist 1:1 wiedergegeben. Kriegst du eine gute Note auf jeden Fall heute. Ja, wurde durchgegeben, die Straßensperren werden aufgehoben. Okay. Kannst du deine Kollegen darum bitten, dass sie dir Bescheid sagen sollen, wenn die Straßensperren aufgehoben wurden? Wenn die Straßensperren aufgehoben sind, bitte einmal mir Bescheid sagen, damit ich das hier weitergeben kann. Alle, die mit den Riots mitfahren, müssen jetzt einsteigen. Ja, ihr müsst jetzt alle in die Riots einsteigen, die mitfahren. Kann man die Helikopter orten, Herr Polizeimann? Natürlich. Ja. Gucken wegen Plätzen, komm. Ja, kann man. Mami! Wird der Flieger uns vorsichtig weg, ja? So, wir fliegen erst einmal Richtung Nordwest, also hier Nordwesten hoch. Ich glaube, den fliegen wir einfach hin, oder? Einfach hinterherfliegen, oder? Nein, nicht hinterherfliegen. Keine Ahnung! Lass mich einfach machen. Flieg aber bitte nicht nochmal an dem Eingang da vorbei. Wir fliegen Richtung Nordwesten, was alles auf jeden Fall easy ist. Du wirst erstmal nicht mehr funken, hinter dir sitzt dauerhaft eine Person, bla bla. Ich brauche dir ja nicht drohen, wir sind cool miteinander, alles ist bisher friedlich abgelaufen. Wir fliegen erst einmal nach oben, alles andere folgt. Genau, Sweeney, ich tu dir schon nix. Wir sind Freunde, wir tun sowas nicht. Ja, okay. Genau, und Freunde helfen sich untereinander, deswegen hilfst du uns jetzt. Okay. Ja. So in Ordnung? Ja. Ich kann auch höher. Ja, ein kleines Ticken höher, dass man uns erstmal nicht sieht. Das ist super. Ja, so fühlen wir der Schaft den Wohler. Geben wir schon mal einen von diesen tollen Schirmen, falls was passiert. So, ich werde jetzt einmal telefonieren, du fliegst einfach nur. Ja. Welchen muss man nochmal ziehen? So, mein lieber Kollege am Telefon. Ne? Einmal Maske anziehen im Boot. Ja, und wir kommen jetzt Richtung Nordwesten hoch. Wo stehst du genau? Ja. Ja. Wir? Wer ist wir? Okay, dann fahr doch bitte. Ja, das passt da in der Ecke. Weiter links, Sweeney. Einmal links rüber. So, Sweeney, du wirst den Landeanflug nicht ankündigen per Funk. Ja. Wir werden jetzt gleich hier unten landen. Bei diesem Pier in der Nähe. Da, wo du landen kannst, landest du einfach. Einfach in den Pier landen? Ja, genau. Okay. Am besten so ein bisschen in der Nähe vom Strand. Oh, ein bisschen langsam. Genau, oder irgendwo hier in der Nähe, wo du landen kannst. Hab den Schlüssel da bereit? Ist egal. Okay. Weiter nach hinten, wenn es geht, Sweeney, auf dem Sand. Wohin? Hinter uns. Okay. Über euch. Oh Gott. Wieso sind wir nicht einfach Fallschirmspringen? Ja. Fliegen kann er ja. So, Sweeney, direkt aus dem Flieger aussteigen, sobald wir gelandet sind, ja? Ja. Nicht ziehen, nicht funken, kein gar nichts. Nee, ich steig einfach aus. Los! Genau. Motor aus, Vorsicht mit den Köpfen, Jungs. Funk abnehmen von Sweeney, ich mach das Funkgerät hier drin auch einmal. Einfach mal den Schlüssel umstellen. So, zack. Hä? Mach ihn nackt, keine Klamotten, keine Handy, kein gar nichts. So. Gib her. Ja, bei ihr. Mach einen Abflug, komm, mach einen Abflug.
Funkgerät abgenommen, Handy abgenommen. Dann einmal auf den Boden setzen und du stehst erst auf, wenn wir weg sind. Vollgas. Ich schmeiß das. Ja. Geil, ich darf fahren. Ey, warte. Mein Gott. Jetzt. Das sagst du noch nicht, oder was? Nee. Bruder, fahr mal vor. Oder zurück. Oh. Hallo. Ey, warte mal. Hallo? Fahr mal vor oder zurück. Hä? Steig mal aus. Mein Gott, das ist creepy. Scheiße. Habt ihr das mit dem Schlüssel alles? Digga! Alter, was ist denn los? Ey. Hallo, hörst du mich? Ich fahr mal vor oder zurück. Zeig mal aus, bitte, nochmal. Ey, nee, ohne Witz. Ey, das ist... Was ist denn... Hallo, hörst du mich am Telefon? Sind die da noch im Boot? Ja. Ja, ja, der sitzt hier immer bei uns im Auto auf einmal. Hallo? Ja, Digga, du bist jetzt nicht im Boot, ne? Nein, die sollen aber fahren. Ja, ja, ich hab denen gesagt, die sollen fahren und wir holen dich ab mit dem Auto. Wir holen kurz einen Viertürer. Jojo, ich bin am Supermarkt hier unten. Hab mich schon umgezogen, alles easy. Oh, Geld also mal, da kann ich ja glatt okay. Meine Kugel einsetzen. Du hast die alle leer gemacht, die Leute, ne? Ja. Wie viel Geld hast du gemacht? 4.000. Ihr Riesen? Ja, nice. Endlich ja, mal. Wir fahren kurz zu Cage, holen ein Auto und dann holen wir dich gleich ab. Stabil, bis gleich. Ja, bis gleich. Von mir aus können wir das öfter machen. Wofür halt nochmal Boris oder Fontan? Beide. Boris nochmal habe ich nicht. Fontan habe ich eben angerufen, er meinte Cops hinter mir. Okay. Ruf ihn noch mal an. Ja, Telefon klingelt. Ne, es klingelt nur vor sich her. Mhm. Dann ist das schon... Also Fronte muss weg sein. Ja, Boris auch, die waren zusammen unterwegs. Ja, versuch mal Boris anzurufen. Wenn er auch nicht rangeht, dann hast du ein Zeichen. Ja, ich hab gehört, wie er getasert wurde. Na gut, dann war's am Telefon. Das war's ja wieder komplett.